Herzlich willkommen bei Noobtech und einem weiteren Unboxing-Video. Heute begebe ich mich mal in eine ganz ungewohnte Kategorie, in der auch ich selbst etwas unbewandert bin. Ich kenne nur die Grundzüge, kann aber jetzt nicht viel dazu sagen. Deswegen ohne Umschweife gleich zum Unboxing. Wir unboxen heute das neue Windows Phone 7 Handy von HTC, das HD7. Es wird auch unter dem Namen HTC 7 HD Grove verkauft, ist es aber genau ident damit. Ja, unboxen wir es gleich. Das soll ja im Prinzip Sinn und Zweck dieses Videos sein. Wir haben hier wieder unser Riesenbuschmesser. Schneiden hier vorsichtig ein. Legen es zur Seite und haben hier etwas zum Aufmachen. Aber, ja genau. Okay, und hier kommt es dann auch schon zum Vorschein. Es ist im Prinzip ein iPhone-Killer, beziehungsweise als solcher gedacht. Das merkt man auch an der Größe selbst. Nehmen wir es gleich mal so heraus. Es ist vorne und hinten mit einer Schutzfolie. Wir sehen auch hier gleich die Bezeichnung Windows Phone HTC und sehen hier die Kamera, die 5 Megapixel hat. Es greift sich so jetzt gleich mal sehr hochwertig an. Schauen wir, was weiter dann darin ist. Wir haben hier diverses Blablabla-Material, Kurzanleitungen in diversen Sprachen, Garantiekarte und so weiter und so weiter. Das interessiert uns alles nicht. Wir haben dann hier noch eine Schnellstartanleitung, benennen wir es mal so. Wir haben hier eine Mini-CD mit dem Handbuch drauf. Wir haben dann hier Es will nicht raus. Wir haben hier ein USB-Kabel mit Mini-USB-Anschluss. Das sieht man hier. Wir haben dann hier noch die Kopfhörer. Hier können wir ganz normale Kopfhörer anschließen, denn das Handy verfügt über einen 3.5 Klinkenanschluss. Wir haben dann hier noch diverse Ohrpads und einen Clip für das Headset. Und wir haben hier den Ladestecker. Ist ganz normal für USB, ist schwarz glänzend, sieht eigentlich relativ gut aus. Das heißt, wir verbinden das hier so mit dem Kabel und können das Handy über diesen Adapter dann laden. Das war eigentlich schon der Inhalt der Box, also nicht wirklich etwas Berauschendes, bis auf das Handy selbst. Das Handy selbst werde ich zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem ich es besser getestet habe, noch mehr reviewen. Entfernen wir jetzt gleich mal die Schutzfolie. Und wir sehen hier, es sieht ziemlich hochwertig aus. Die Seite ist im schwarzen Chrom gehalten. Wir haben dann hier unten den Ladestecker oder USB-Verbindungsstecker, den 3,5 mm Klinkensteckeranschluss. Wir haben hier einen Ausschalter. An dieser Seite haben wir dann die Funktion für lauter, leiser und sonstige Funktionen und den Auslöser für die Kamera. Stellen wir das Ganze dann mal in unseren Handyhalter. Mal sehen, ob das hier Platz hat oder auch nicht. Ich denke, hier haben wir, wie es so schön heißt, die Arschkarte gezogen. Ja, er passt nicht. Hurra! Oder doch? Gut.
Okay, es passt gerade so mal. Ich möchte euch nun ein paar technische Details zu dem Handy geben. Und zwar haben wir in diesem Handy einen 1 GHz Qualcomm-Prozessor mit der Bezeichnung 8250, einen internen Speicher von 8 GB, das ROM ist mit 512 MB und das RAM mit 576 MB. Als Betriebssystem haben wir Windows Phone OS 7. Wir haben eine Diagonale des Touchscreens von 10,9 cm, was in ungefähr 4,3 Zoll entspricht. Das Gewicht samt Akku beträgt 162,0 Gramm. Warum hier das Komma 0 steht, ist mir schleierhaft, macht aber nichts. Wir haben dann, wie gesagt, den USB-Anschluss. Wir haben den Klinkenstecker. Wir haben Internet bis zu 7,2 Mbit für den Download und bis zu 2 Mbit für den Upload. Wir haben G-Sensor, einen digitalen Kompass, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor etc. Wir haben Bluetooth, wir haben einen HTC-Hub für Wetter, Aktien, Umwandler etc. Das betrifft dann das Internet. Wir können natürlich in diverse Social Networks einsteigen, wie Facebook, Windows Live etc. Wir haben eine GPS-Funktionalität. Wir können mit diesem Handy Videos wiedergeben in den Formaten 3GP, 3G2, MP4, M4V, MBR, WMV etc. Aufgenommen wird Video im MP4-Format. Wir haben einen Lithium-Ionen-Akku mit 1230 mAh. Das ist ungefähr eine Gesprächszeit von 5 bis 6 Stunden laut Hersteller. Wir haben eine Standby-Zeit von bis zu 320 Stunden und es handelt sich hierbei um ein Quad-Antennenformat. Das heißt, wir können in GSM 850, 900, 1800 und 1900 Netzen telefonieren, heißt, sollte weltweit funktionieren. Ja, im Prinzip mehr kann ich momentan zu diesem Handy nicht sagen. Ihr habt es jetzt mit mir live ausgepackt. Ich weiß selbst noch nicht wirklich genau darüber Bescheid. Wem es interessiert, der macht ein Abo, denn ich werde es später, nachdem ich es eingerichtet habe und etwas näher getestet habe, über einen gewissen Zeitraum sicher ein Review darüber machen. Die anderen gehen schlafen, kochen sich einen Kaffee. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, bewerten, kommentieren und abonnieren.